Hey Leute, habt ihr schon den Organspendestand auf dem Campus gesehen? Ich habe mir da gerade einen Organspendeausweis zugelegt. Das hat doch bestimmt total lange gedauert. Hast du dich da einfach registriert? Nee, das war überraschend einfach. Ich musste lediglich einen Ausweis ausfüllen und den habe ich jetzt immer in meinem Portemonnaie mit dabei. Wie jetzt? Man muss sich nirgendwo hinterlegen oder irgendwas? Da reicht einfach nur so ein Zettel? Ja, genau. Theoretisch reicht sogar eine mündliche Bestätigung meiner Verwandten, falls es mal so weit kommen sollte. Das ist ja erschreckend einfach. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen, wenn das so schnell geht. Ja, aber hast du eigentlich eine Ahnung, was dann genau mit deinen Organen passiert? Ich finde die Vorstellung schon etwas unheimlich. Naja, erstmal muss einem klar sein, dass man ausschließlich Organspender sein kann, wenn man an einem Hirntod stirbt. Das passiert eigentlich nur, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt oder beispielsweise die Blutzufuhr unterbrochen wurde. Aber ist man tatsächlich tot, wenn das Gehirn zwar in seinen Funktionen ausfällt, die restlichen Organe aber zumindest noch künstlich am Leben gehalten werden? Also kann man wirklich nie wieder zu Bewusstsein kommen? Unter Ethikern und Philosophen gibt es da eine große Diskussion darüber, ob der Hirntod unmittelbar mit dem Tod eines Menschen gleichzusetzen ist. Ja, das ist schon sicher, denn der Hirntod bedeutet, dass man nie wieder zu Bewusstsein kommen kann. Die mentale Aktivität, dein Empfindungsvermögen und der Austausch mit der Umwelt sind für immer erloschen. Man sollte sich aber trotzdem vor Augen führen, was der Körper trotz Hirntod noch hinbekommt. Beispielsweise gab es mal eine schwangere Frau in Polen, die mehrere Wochen am Leben erhalten wurde, um ihr Baby zu retten. Und auch der Deutsche Ethikrat ist sich da nicht ganz einig, ob der Hirntod eines Menschen zwangsläufig zum Tod führt. Da hast du schon recht. Aber sollte es tatsächlich mal so weit kommen, dann kann ich Menschen das Leben retten, da ich ja ohnehin nie wieder zu Bewusstsein kommen könnte. Immerhin warten laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung um die 15.000 Leute in und um Deutschland auf ein Spendeorgan. Das ist schon echt eine hohe Zahl. Ich hätte fast gedacht, dass es noch mehr sind. Aber vermutlich bekommen viele Menschen auf dieser Warteliste einfach nicht rechtzeitig ihr Organ. Aber wer entscheidet denn dann eigentlich, wer mein Organ bekommt? Und habe ich da ein Mitspracherecht? Nee, als Spender hast du darauf keinen Einfluss. Bei uns in Deutschland koordiniert das Ganze die Deutsche Stiftung Organtransplantation oder kurz DSU, welche wiederum mit der Stiftung Eurotransplant kooperiert. Zu dieser Stiftung gehören neben Deutschland noch 7 weitere Länder, wie zum Beispiel Österreich oder Belgien. Eurotransplant gibt es schon seit 1967 und regelt länderübergreifend die ganze Verteilung der Spenderorgane. Aber wie erkennt man denn jetzt eigentlich, ob jemand als Spender überhaupt in Frage kommt und wie funktioniert dann die Zuordnung? Zunächst wird der Spender überprüft. Es werden also Blutgruppe, mögliche Infektionen oder auch Begleiterkrankungen bestimmt. Erkrankungen wie zum Beispiel AIDS oder Krebs machen eine Spende dann aber unmöglich. Die Ergebnisse davon werden dann an Eurotransplant übermittelt. Und dort wird dann auf Grundlage der Dringlichkeit, der Wartezeit und der Erfolgsaussichten einer Transplantation der Empfänger ausgewählt. Und wenn wir dann einen potenziellen Empfänger haben, wie schnell muss das Ganze denn dann gehen? Und wie genau kommt das Organ denn dann eigentlich zum Empfänger? Das muss alles ziemlich schnell gehen. Wenn das Organ erstmal vom Spender entnommen wurde, bleiben nur so um die 12 Stunden, bis das Organ nicht mehr funktionsfähig ist. Es kommt deshalb oft vor, dass ein Organ dann mit einem Helikopter transportiert werden muss, da die Entfernung zwischen Spender und Empfänger schließlich enorm groß sein kann. Und wenn das Organ dann transplantiert wurde, wie hoch sind denn dann die Chancen, dass das Organ vom Körper überhaupt angenommen wird? Da gibt es doch bestimmt viele Risiken. Natürlich, Risiken sind immer gegeben. Damit das Immunsystem das Organ nicht abstößt, müssen die Empfänger ihr ganzes Leben lang Immunsuppressiva nehmen. Das ist natürlich in jedem Fall mit Nebenwirkungen verbunden. Aber dafür wird das Leben eines Empfängers um mehrere Jahre verlängert, auch wenn man gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen muss. Nach ein paar Jahren ist auch ein ganz normaler Alltag wieder möglich. Von daher finde ich, ist es sinnvoll, wenn man einen Organspendeausweis bei sich trägt, um als Spender vielen Menschen ein längeres Leben ermöglichen zu können. Und man muss ja auch daran denken, dass man selbst oder auch Familienmitglieder mal in die Lage kommen könnten, auf ein Organ angewiesen zu sein. Und genau deshalb bin ich auch dafür, dass jeder Mensch von Geburt an als potenzieller Spender in Frage kommt. Es sei denn, man spricht sich klar gegen eine Spende der eigenen Organe aus. Aber ich hatte auch irgendwie Angst, dass wenn ich beispielsweise selber mal in diese Lage komme, die Ärzte nicht alle lebensrettenden Maßnahmen einleiten, weil sie sehen, dass ich Organspender bin. Ich denke, das ist auch eine Angst, die viele Menschen davon abhält, sich einen Ausweis zuzulegen. Stimmt, das ist tatsächlich die Befürchtung von vielen Gegnern. Daher fordert der Ethikrat auch, dass das Vertrauen in die Transplantationsmedizin gestärkt werden soll, beispielsweise durch mehr Transparenz und gesellschaftliche Diskussion. Außerdem wird gefordert, dass in den Entnahmekrankenhäusern mehr Transplantationsbeauftragte über die Vor- und Nachteile informieren sollen. Ich empfehle euch mal, die Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu besuchen. Die findet ihr unter organspende-info.de. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Leider muss ich jetzt erstmal weiter zur nächsten Vorlesung. Bis dann. Danke für den Tipp. Bis später. Das war ein Kurzhörspiel von Luisa Drews, Tami Gillner, Alexander Joost und Margarete Faldig.